gesagt? Tor! Vielleicht schaffen wir es ja noch zur zweiten Halbzeit. Ha? Es steht nur noch 2:1. Der Schuss von Rahn wurde abgefälscht von einem Abwehrspieler der Ungarn. Im Spagatschritt warf sich Maxel Mornau in die Schussbahn. Und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am Torsteher der Ungarn, Drosic, vorbei. Gott sei Dank, es steht nicht mehr 2:0. Es steht nur noch 2:1. Und das sollte unserer Elf jetzt Mut und Selbstvertrauen geben. Von dort, du teilst das Ding blind in die Wolke. Das gleiche auch für dich, Hans. Kümmer du dich mal lieber um deine Abwehrkleiner. Die ersten beiden Tore waren wohl jetzt Geschenke, wa? Was habt ihr zwar euch bloß dabei gedacht? Wir können vorne nicht jeden Fehler von euch ausbügeln. Ach, das ist dem Kohli. Der weiß ja nicht mal, wie man anständig zum Torwart zurückspielt. Klebst du auf der Linie. Das ist alles, Nika. Hey, du geheimer Spielmacher, bist du blind? Wozu renne ich mit deiner rechts auf dem Flügel die Lunge aus dem Hals? Wenn du immer nur zum Fritz spielen kannst. Ruhe hier, augenblicklich! Spart euren Atem. Werdet ihr den noch brauchen? Habt ihr es ja noch nicht begriffen? Wir können hier Weltmeister werden. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier rumzuzanken. Es steht 2:2. Die Ungarn sind wütend. Zu Beginn der zweiten Halbzeit werden sie noch mal über euch herfallen. Also passt auf. Ihr müsst noch einmal 45 Minuten lang brennen. Kämpft, kämpft! Einer für alle für einen, ist das klar? Ganz schön aufregend, wa? Kann man sagen. Matthias, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Du weißt schon, wegen der Kanicke. Ist schon gut. Ich wollte einfach, dass zu Mutters Geburtstag mal was Richtiges auf dem Tisch steht. Wir melden uns also wieder aus Ferne. Spielstand zu Beginn der zweiten Halbzeit 2:2 durch zwei Tore der Ungarn, Puskas und Tibor und die beiden Anschluss- und Ausgleichstreffer der Deutschen, Morlock und Rahn. Los, wir treffen uns hier wieder. Lauf! Du musst mitkommen, Papa. Du mach schon. Ohne dich können die nicht gewinnen. Ohne mich bist du schneller. Aber los! Der Ball geht in Einwurf Ungarn wird steil nach vorn gespielt. Lantos schießt. Diebrich rettet. Noch einmal Nachschuss. Kostic am linken Flügel.